Ja, hallo erstmal von Originale Ode. Ja, Giants hat mal wieder ein Update rausgebracht, was mal wieder alles verschlechtert hat. Ich war verleitet dazu, das erst rauszunehmen, weil es ja nach kurzem Spielen wieder weg ist. Aber nein, es ist jedes Mal, wenn man das Spiel neu startet, wieder komplett da und es ruckelt wieder an jeder Ecke, wie man hier sieht. Ich habe diese Karte jetzt mittlerweile 6 Stunden bespielt und trotzdem, ne, ach, länger als 6 Stunden. Gestern Abend alleine 4, vorgestern 4. Und es ruckelt an jeder Ecke. Giants, ich bitte euch, kürzt doch mal euren Programmierern einfach um 50% den Lohn, bis sie endlich mal ein fehlerfreies Spiel auf den Zettel kriegen. Wir reden von LS22. Dieses Spiel ist wann auf den Markt gekommen? Und warum ruckelt das immer noch so? Und vor allen Dingen, warum geht das dann nach dem Spielen weg? Und überall hier bin ich gestern gewesen. Also es ist jetzt nicht, dass er jetzt Neuland erkundet. Ne? Guckt euch die Scheiße an. Und ich habe eine 3800X und eine 3080 Ti. Die langweilen sich laut Anzeige komplett. Es liegt also auch nicht daran. Es liegt eindeutig am Spiel. Kein anderes Spiel ruckelt. Und nochmal festgehalten, liebe Giants-Leute, bis zum vorletzten, beim vorletzten Update, nicht beim letzten, also eigentlich noch nicht, also dieses Update hat es wieder verschlechtert. Davor gab es eins und noch davor. Das erste Update hat es richtig schlimm gemacht. Da hörte das nicht mal nach dem Spielen auf, da blieb es im Endeffekt so. Dann kam ein Update zwischendurch und es wurde besser, viel, viel besser. Und jetzt kam das letzte Update und es wird wieder Grütze. Kriegt ihr eigentlich irgendwas gebacken? Ich meine, ihr wollt hier das Platinum oder Schieß mich tot Update rausbringen von dem Spiel. Vielleicht bringt ihr erstmal ein fehlerfreies Spiel auf den Markt. Das Beste ist auch noch egal. Also wir wollen jetzt mal festhalten. Ich habe jetzt 3 Minuten, 4 Minuten gespielt. Ich speichere jetzt das Spiel. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich ins Hauptmenü wieder zurückkomme oder das Ding gleich wieder abstürzt. In 90% aller Fälle stürzt es ab. Oh, es springt mal zurück. Okay. Macht es nach 3, 4 Stunden Spielen definitiv nicht mehr. Sage ich gleich dazu. Dann stürzt es immer ab. Es ist wirklich. Ich kann es nicht begreifen. Mit jedem Update verschlimmbessert ihr irgendwas und irgendwas wird wieder richtig kacke. Keine Ahnung, wie man. Weiß nicht, wie verdient man so Geld als Programmierer. Und warum probiert das nicht irgendjemand aus? Oder schickt das Leuten, die das ausprobieren? Schönes Beispiel, als ich diesen niegelnagelneuen Rechner, der Rechner ist glaube ich 3, 4 Monate alt, wenn mich nicht alles täuscht, nicht mal. Als ich den bekommen habe, habe ich LS22 installiert. Saubere Neuinstallation. Keine alten Daten, keine Mods, nichts. Aber ich habe mir natürlich alle DLCs installiert, die ich mir gekauft hatte. Dann kam ein Update und zack, lief LS22 nicht mehr. Das kam sofort nach diesen Installationen. Beim zweiten Neustart kam das. Lange rumprobiert, bis ich festgestellt habe, es lag an diesen italienischen Traktoren. Ne? Ja, habe ich erstmal monatelang jetzt auf das DLC mit den italienischen Traktoren verzichtet. Kann man mal machen. Muss man aber eigentlich nicht, weil wenn man irgendwas verkauft, sollte es eigentlich auch funktionieren. Und jetzt, wie gesagt, es ruckelt wieder an jeder Ecke. Und nein, ja, es wird natürlich besser. Wenn ich jetzt 2 Stunden spiele, wird es besser. Aber es wird beim nächsten Neustart des Spiels nicht besser, sondern fängt genauso beschissen wieder von vorne an. Und ich kann es nicht begreifen. Ich weiß nicht, warum ihr keinen Cache nutzt oder sonst irgendetwas. Genug Platz ist auf meiner Platte vorhanden. Es ist eine PCIX, also eine NVMe PCIX 4 SSD. Da ist auch Massen an Platz noch drauf. Es gibt keinen Grund. Wie gesagt, meine CPU langweilt sich irgendwo bei 18%, meine Grafikkarte bei knapp 26%, da gehen nicht mehr die Lüfter an. Und trotzdem ruckelt es hier an jeder Ecke. Sorry, Giants, so nicht. Vielleicht üben, üben, üben und dann mal ein Update rausbringen, was auch funktioniert. Vielen Dank.